Hilfreiche Tatze wäre vielleicht auch mal hilfreich wieder. Sag mal, können wir die eigentlich noch steigern, die hilfreiche Tatze, wäre eine gute Frage. Ja, könnten wir. So, maximieren. Das bin ich, Arquartus. So, weg mit dem Golem, bitte. Gut. Quick Save machen. Und da müssen wir wahrscheinlich vorpreschen, damit hier nicht gleich wieder Gegner reinspringen in die Bresche. Weil da hinten ist das Portal, aus dem die Gegner gekommen sind. Genau, da kommt nämlich schon die nächste Horde. Folgt mir. Frau Grimm. Genau dasselbe machen wir bei dir auch mal. So. Ein Schwert, ein Wort. Das bin ich. Furax. Lass das mal Vorgriff machen. Oh, ich sehe auch nicht gerade. Gerade so frisch aus. Komm, gib dem Mantra-Kehr in der Wunde. Du heilst dich am besten mal selber. Du heilst mich. Du Hammerschläge auf den. So, bring den Kultisten schnell um, weil ich muss das Nimbus-Portal angreifen. Das Portal ist auch dicht. Und damit ist der Weg zum Gipfel frei. So. Sehr viele Steigerungspunkte. Das heißt, mehr Körperkraft mal für uns. Oder nee, noch besser, mehr Konstitution. Lass das mal Vorgrim machen. Gwendala. Bogen ist Max. Können wir hier was noch was steigern gerade? Nö, nur den Attributo Gewandtheit. Oder gibt's hier vorne was Wichtiges zum Steigern? Nein, das ist alles Max. Also maxen wir auch den Attributo Gewandtheit. Machen den da noch weg. Candidus. So, das letzte Portal ist zerstört und der Durchgang ist damit frei. Das heißt, ich kann jetzt auch in Ruhe mal plündern.
Aber die haben meist nur Verbände und normale Pfeile. Die brauchen wir nicht unbedingt. Mal gucken, kann ich die... Schaffe ich es diesmal, die Falle zu entschärfen? Nein. Da steht ein Drachenkultist rum, der nicht aggro ist. Hm. Okay, hier. Oh. Yee, hi. Sprich, Freund. Alaoyama Aldrasov. Ich versuche mein Bestes, Angrostbart. Okay. Naja gut, Drachen. Das ist dann wiederum unschön. Okay, strategischer Rückzug. Wir können uns ja jederzeit, hieß es, zurückfallen lassen zum Tempel. Das werden wir in dem Fall auch machen müssen, weil wir sind jetzt wieder zahlenmäßig... in der Bredouille. Jetzt sind wir richtig in der Bredouille. Jetzt müssen wir hoffen, dass uns die Zwerge hier helfen können. So. Den hier weg. Da muss der Mantrak hier weg. So, jetzt noch die zwei weg und dann ist alles gut. Erstmal. Okay, einer der Zwerge hier ist gefallen wieder. So, jetzt
Hoffen wir, dass alle wieder aufstehen, ja. Aber jetzt hat Gwendala erstmal was zu tun. Erstmal sich selber. Vielleicht ist halber Gwendala. Mein Atem geht hoch. Folgt mir. Vielleicht ist halt ich selber. Und Vorglück noch heilen. So. Ah, die Heilung ging nicht durch. So, kann ich mal einen Acceleratus da nochmal auffüllen bei ihr? Also ja, wow, ihr hat viele Punkte. Fingerfertigkeit und... Was erhöht nochmal? Konstitution? Was? Nee, nicht Lebensenergie. Astralenergie. Mut, Intuition und Charisma. Also ein Punkt in Charisma. Und zaubermäßig. Ja, lassen wir das so. Können wir die Armbrust noch steigern? Nein. Können wir hier noch was steigern? Nein. Okay. Das heißt, wir sind eigentlich kurz davor, mit allen das Level 17 zu erreichen. Wir sind froh, euch wohl aufzusehen. Benötige Heilung. Achso, okay. Wir sind froh. Ja, hab Dank auf bald. So, noch ein paar Kriegsbolzen für Gladys. Und ein Quicksave. Wir halten die Hammerhöhle an, Gaxa. Die Exoflut wird hier aufgehalten werden. So, und dann hoffe ich nur... Oh, jetzt sind hier wieder neue Gegner. Das heißt, ich schalte zuerst den Dreiertrupp da drüben aus. Und dann den großen Haupttrupp und hoffe, dass da nicht... noch mehr rausstürmen werden. Das bin ich. Ja. Gakai. Okay, der kleine Trupp kommt alleine. Lass das mal Vorgriff machen. Bei Angroschbart. Ja, Sturm über. Na klar. Okay, das war der kleine Trupp. So. Attributus, wobei Attributo Gewandtheit vielleicht noch. So. Jetzt erstmal die Mantra-Ka umhauen. Arquartus. So, der Mantra-Ka ist weg.
Frogrim hat einen Stufenaufstieg. Bringt ihm das irgendwas? Ja, ein Punkt mehr in Hiebwaffen. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Sanya. Nur da. War hier. Alles klar. Ha. Vorax. So. Manche von denen haben echt wenig Lebenspunkte, muss man ja sagen. Na klar. Hm. Sturm über Wassern. Okay, das haben wir jetzt ausgelöst. Das ist doof. Selber. Alles klar. Nicht Gwen leider heilen. So. Können wir jetzt bitte durch diese Ort hier durch, ohne dass wir gleich wieder Probleme kriegen? Yay, und wir haben auch noch ein Level Up. Also nochmal ein Punkt in Konstitution. Bei dir ein Punkt in Intuition. Mehr Charisma bei dir. Und bei dir warten wir noch ein bisschen. Töte Magoras Wachen. Magoras Wachen blockieren den Weg zum Gipfel. Ich muss sie irgendwie ausschalten. Den freien Weg werden sie wohl kaum den Weg freigeben. Mhm. Oh, lassen wir sie erstmal die Harpchen verdreschen. Nein, auf die Mantrakete. Bitte losgehen. Das bin ich. Attacke! Arfwart. Mantrakee noch. Und dann steht da wohl Malgoras Elitewache. Sanyasa Fegra.